Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gartenrundgang. Es ist Anfang August, wir sind gerade aus dem Urlaub zurück und nehmen euch jetzt direkt mit in den Garten, so wie er jetzt ist. Wir haben nichts gemacht in der Woche, natürlich auch jetzt vor dem Video nicht. Und wir schauen einfach, was in den letzten Wochen und auch jetzt in der Woche passiert ist. Anfangen tun wir mit diesem noch etwas leer wirkenden Raum hier im Gartenhaus. Den habe ich in den letzten Wochen endlich geschafft, weiter auszubauen. Wir haben eine neue Decke eingezogen und ja, angefangen, die Küche ein bisschen zu verkleiden, einen Kühlschrank eingebaut, den wir von meinen Eltern geschenkt bekommen haben. Und so langsam hat man doch das Gefühl, dass es hier drin ja irgendwann mal wohnlich wird, was uns sehr freut. Fehlen tut jetzt hier nur noch der gesamte Boden. Dazu muss die Luke, die in diesen kleinen Keller führt, auch erstmal vollständig gebaut sein, denn sonst passt das vielleicht am Ende irgendwie nicht gut. Und dann fehlen natürlich noch die Leisten da oben, dann sieht das so ein bisschen, das ist nicht so toll. Und natürlich auch die Leiste unten. Ja, und jetzt gehen wir raus und gucken, was dort passiert ist. Im Juli ist es auch vorangegangen mit den Wegen. Da hat es ja lange Zeit war der Stillstand. Jetzt haben wir endlich hier vorne rechts und links, wo auch Schotterwege waren, die Dachpappe noch entfernt von den Vorgängern und dort auch einen Holzhäckselweg angelegt. Und jetzt fehlt in diesem Zusammenhang nur noch hinten der Platz beim Grill, dass der auch noch fertig wird. Jetzt, wo wir hier vorne sind, können wir eigentlich gleich weitermachen mit den Gemüsebeeten. Und dort zeigt euch jetzt Verena, was so passiert ist in den letzten Wochen. Auf jeden Fall wächst einiges super gut von der Lore, wie die Gurke und die Tomate. Der Albrecht hat ein bisschen Unrecht, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Beim Durchgehen tue ich eigentlich immer die Tomaten, ohne dass er es bemerkt, schon hier einfach aufleiten. Eventuell muss ich jetzt auch nochmal ausgeizen, weil das Ganze ziemlich wuchtig geworden ist und ausgeizen heißt, dass ich die Triebe aus den Achseln mit rausnehme, dass es ein bisschen luftiger wird und die Braun- und Kraut- und Braunfäule da nicht so viel Angriffsmöglichkeit hat. Aber ansonsten schaut das hier alles prima aus. Zwischen dem nicht geplanten Ringelblumenbeet habe ich kleine Jungpflanzen ausgesetzt. Ausgesät hat nicht so funktioniert, aber zwei kleine Winterrettiche haben es geschafft, den Schnecken davon zu wachsen. Und da haben wir hier ein Experiment am Start. Das ist einmal Chinakohl und zwar einmal mit so einem kleinen Insektenschutznetz, beziehungsweise ist es eigentlich ziemlich groß. Also der darf da eigentlich reinpassen. Der darf da drin mitwachsen. Der schaut richtig gut aus da drunter, weil der einfach auch vor diversen Kohlschädlingen geschützt ist. Und der andere ist schon wirklich richtig, ja, halb zerfressen und mitgenommen. Also das machen wir mal so weiter. Ich habe zwei im Netz und zwei ohne. Genauso beim Kohlrabi. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Man muss immer so ein bisschen schauen, durchschauen. Und hier ist zum Beispiel keine Pflanze mehr drin. Ist vertrocknet, war doch eine Schnecke im Substrat. Aber das macht nichts. Dann kann ich den Kohlschutzbeutel einfach um den nächsten Kohl tun oder nachpflanzen, sodass auf jeden Fall immer was dort wächst und keine Leerstellen passieren. Die Gemüsezwiebel aus dem Gemüsezwiebelprojekt vom Jonas Zorn machen sie eigentlich gut dafür, dass die da ziemlich beengt von der Ringelblume stehen. Die Kelsi hat sich drei geteilt. Es ist bei einigen YouTubern passiert, dass sie sich zwei oder drei teilen. Schau mal, wie es am Ende so passiert, ob die dann noch größer werden. Ich vermute, die zweigeteilten bleiben kleiner. Aber ja, mehr nehmen wir euch mit. Es gibt auf jeden Fall vom Jonas dann nochmal ein extra Abschlussvideo, wo man alle Zwiebeln von allen YouTubern dann bei der Ernte sieht. Die Paprikas kommen jetzt erst langsam in Schwung, wo es jetzt so richtig sommerliche Temperaturen gegeben hat. Es hat jetzt auch zwei Fruchtansätze immerhin mal gegeben hier. Ich hoffe einfach, dass die noch ein bisschen wachsen. Kein Vergleich zum Balkon. Also auf dem Balkon habe ich wirklich fast dreimal so hoch voller Paprikas und lieber Paprikas auf dem Südbalkon als im Beet. Ist halt so. Wer es hier lieber im Beet mag als auf dem Balkon, ist die Physalis.
Und die hat uns auch schon ein paar Physalis gebracht. Also das klappt hier viel besser als auf dem Balkon, weil die auf dem Balkon im Kübel dann relativ schnell Stress gekriegt hat und Spinnmilben. Und das war dann einfach für die ganze Pflanze noch mehr Stress. Aber hier ist die wunderbar und wird buschig und also Physalis nur noch im Beet. Im Sommer Salate anbauen ist ja immer so eine Geschichte. Deswegen sind wir jetzt hier unter dem Pfirsichbaum, der demnächst einmal unbedingt einen Sommerschnitt braucht. Da ist sie schattig, feucht und komischerweise haben wir hier nicht die Schnecken, also wunderbar für Salate. Die habe ich jetzt vor dem Urlaub noch auspflanzt und die haben sich gut gemacht, auch ohne Schneckenkragen, das Teufelsohr, ja, eine besondere Sorte. Und auch Catalogna, die Rossa, Italia di Rossa, muss man nochmal nachschauen, wie der heißt. So ein Zichoriengewächs, das man in der Pfanne anbraten kann. Das schaut aus wie Löwenzahn, gell? Aber das schmeckt so ein bisschen bitter, aber nicht so bitter, nicht so herb wie Löwenzahn. Eigentlich ganz schmackhaft, ganz klein, als Gewürz im Salat oder eben in der Pfanne. Genauso wie der gute Heinrich, die verwendet man auch wie Spinat. Der ist jetzt im zweiten Jahr. Der wird dann von Jahr zu Jahr kräftiger und stärker werden. Und man kann auch diese Samen auch so nehmen, wie Brennnesselsamen zum Beispiel oder anrösten in der Pfanne. Wenn man nicht will, dass sich der versamt, dann einfach wegsnacken. Es wachsen wunderbar die rote Beete. Das, was mir in den Aussaat-Videos eigentlich immer zeigen, ist eigentlich das, was wir aussehen. Manche Sachen klappen, wie hier, wunderbar. Andere wieder eine Reihe weiter drüben. Ist halt dann nicht aufgegangen. Dann sehen wir später nochmal nach, beziehungsweise ist vielleicht auch wegschnabuliert. Was genauso wächst, ist natürlich das Beikraut. Weil wir hier mit Rasenschnitt mulchen, der blühen darf, also der Rasen, der blühen darf, beziehungsweise Wiese, schon fast Wiese bei uns, muss man hier halt ab und zu entweder zupfen oder die ganze Mulchschicht abheben, unten drunter einmal mit einem Jäte-Schlinge oder so durchgehen und dann ist die Sache auch ganz schnell erledigt. Aber hier dazwischen muss man ein bisschen vorsichtiger mit der Hand zupfen, ist halt jetzt dran bei dem vielen Regen. Jetzt sitze ich vor einer ganz normalen Buschbohne, die blüht. Denkt man sich, ist das noch nichts Besonderes, oder? Für uns schon. Das ist nämlich aus dem Bohnenprojekt, das ich ja schon mal vorgestellt habe, so ein Citizen Science Projekt, wo man verschiedene Bohnensorten zugeschickt kriegt und dann in der App dokumentiert, wann blühen sie. Je nach Expertenstatus, den man auswählen kann, kann man auch angeben, wann die Schoten gebildet werden, wie die Blätter ausschauen, ob es eine Stange oder Buschbohne ist. Super spannend und ich muss jetzt auf jeden Fall eintragen, dass sie blüht. Und ich vermute, die blüht ja schon ein paar Tage länger, wo wir nicht da waren, weil die ersten Schoten kommen schon. Ernten werden wir dann erst am Ende so als Vergleich, welche Bohne am meisten Ertrag gebracht hat. Die schaut nicht so aus, aber die ist schon reif. Kann man dann am Wochenende so ein bisschen einfrieren oder Kuchen machen. Das ist eine ganz süße Sorte. Und die schon abgetragene, die war eher so, nenn es mal wässrig, also zum Backen oder so als Füllung. Aber die sind so lecker. Ich muss mir noch ein paar snacken. Die Sorte ist unbekannt, ist von ewig Vorbesitzern. Sieht man noch an der Umrandung. Also die sind schon bestimmt Jahrzehnte da. Hier ist mein liebstes Gewürz. Kriechender Rosmarin. Der soll hier eigentlich runterwachsen, aber der möchte nach oben kriechen, seltsamerweise. Blüht bei uns nicht. Mal schauen, wann das passiert. Und hier vorne haben wir die Feige. Ich vermute eine echte Feige. Die ist uns richtig runtergefroren. Erinnert ihr euch, wie wir die eibackelt haben? Und dann haben wir die ausbackelt, weil es schon wärmer war, weil es sonst vielleicht Schäden durch die stauende Hitze entwickeln könnte. Dann ist uns die runtergefroren durch die sehr starken Spätfröste bei uns. Und jetzt ist er meistens zum Sonnenwend, man sagt ja der Juni-Austrieb, nochmal neue Kraft in den Pflanzen. Und die kommen jetzt tatsächlich von hier unten nochmal raus, weiß nicht, ob man das jetzt sieht, und von ganz unten. Also anscheinend ist noch Leben drin, wir lassen es jetzt mal stehen. Und wenn es den nächsten Winter überlebt, dann kriegt es nochmal eine Chance. Unser chaotisches Insekten- und Kleinsäugerparadies.
Also unglaublich, ja, Heuschrecken lieben das. Und der Natternkopf hat sich ein bisschen exponentiell entwickelt hier. Und einer hat sich gedacht, er blüht es mal im ersten Jahr. Auch hübsch. Dann hat man jetzt schon was davon. Also bevor wir in Urlaub fahren sahen, habe ich mich so gefreut, dass dieser Kürbis so gut ausschaut hat. Und zwei Mini-Kürbisse drauf waren. Und jetzt schaue ich das mal an. Also wie Mumien, hängt da nur noch so irgendwie vergammelt oder so. Weiß jemand, was das ist? Was hat denn der jetzt für was? Zu feucht, zu nass? Oder hat sich eine Schnecke dran angeknabbert und dann wirft er ja auch die Früchte ab, weil er merkt, dass das nicht mehr in Ordnung ist. Aber das ist ja ärgerlich, oder? Aber zum Glück, da hinten sieht man noch zwei, die schauen ganz gut aus. Und ich denke, da kommt auch noch was da drüben rechts in der Hecke. Da sehe ich noch was leuchten. Aber sowas Blödes, oder? Eine Zuschauerin hat sich gewünscht, dass ich mal was zum Baumspinat sage. Und sehr, sehr gerne. Der Baumspinat ist bekannt als Unkraut. Der kommt hier nicht vor. Der ist irgendwann mal importiert worden. Vermutlich kommt er aus Indien, aus der Gegend, wächst auch dort im Himalaya, Tibet, Nepal, Indien. Da kann man den auch in Gärten zum Beispiel finden. Der wird aber auch so eben speziell angebaut, aber nicht in der Landwirtschaft, sondern eher so, wie wir daheim so ein bisschen Spinat anbauen. Das Tolle ist, der wird 1 bis 3 Meter hoch, hat noch Potenzial. Wenn du aber willst, dass sich der nicht vermehrt, der kann sehr stark aussamen, dann einfach immer wieder die jungen Triebe ernten und die Samenstände nicht ausreifen lassen. Den kannst du roh in geringen Maßen essen. Der hat eben wie Spinat auch so gewisse Saponine und auch die Oxalsäure, die der Spinat hat. Aber wenn man das wie Spinat in der Pfanne zubereitet, schmeckt es mild, wie Melde auch. Also ich mische den gern mit Melde. Und dann schmeckt der nussig, mild, mit Zwiebeln. Perfekte Beilage für die Kartoffeln. Eine Info noch für alle Baumeister. Diesen dicken Stängel hier in der Mitte, den kann man dann, wenn alles abgeerntet ist, super gut als Stock weiterverarbeiten. Wir haben es noch nicht probiert, der wird wahrscheinlich sehr, sehr hart. Wir zeigen euch, wenn das dann soweit ist. Ich bin ja ein riesen Fan von dieser Totholzhecke, auch wenn sie noch nicht so hoch ist. Aber es ist so schön zu sehen, wie die Insekten da drin Unterschlupf finden und wie die Eidechse sich an der Sonnenseite ausruht und dort an so einem Blatt einfach rumhängt und chillt. Und noch eine letzte Sache zu diesen Netzen. Da gab es im letzten Video eine Frage, warum wir hier überall diese 3 Netze drüber gemacht haben. Es hat 2 Gründe. Der eine ist, dass das ganze Plattenmaterial, was von oben kommt, nicht unten rein sinkt und dann eventuell den Ausfluss verstopft. Aber der zweite, sehr viel wichtiger Grund ist, dass es ein Schutz gegen die Ausbreitung von zu viel Mücken ist. Denn wenn der Wasserstand hoch ist und das Netz sozusagen schwimmt, dann tun die Mücken da ihre Larven reinlegen, sozusagen, und dann entwickeln die sich darunter, und damit die dann nicht sozusagen sich befreien können, haben wir dieses Netz dann hier auch richtig mit so Spanngurten festgemacht. Und vorher hatten wir es nur so mit diesem Zug hier zugemacht und das war sehr locker. Genau, das ist der einfache Grund dahinter. Und für die Leute, die wissen wollen, was das für ein Netz ist, messt einfach eure Regentonnen aus. Es gibt welche für runde Regentonnen und es gibt welche für rechteckige Regentonnen, also die Netze. Und wir haben einfach die im Internet gekauft. Bevor ich hier gleich die Samen sammle von diesem wunderschönen Steinklee, sage ich erstmal Servus, schön, dass ihr dabei wart, und schreibt gerne noch in die Kommentare, was gerade ihr in eurem Garten für schöne Dinge erlebt und welche Pflanzen dort ja besonders hervorstechen. Ich lese von euch und bis zum nächsten Video.